Wenn du lange in einen Abgrund hineinschaust, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das Wort hat der Abgrund Levina. Ich sage nur denen, die so ganz aufs Provozieren verlegen, es gibt die Erfahrung, dass Provokationen in der Regel unter bestimmten Umständen schließlich die reaktionärsten Kräfte, die es überhaupt gibt, hervorlocken und zum Handeln bringen. Angriff und Verteidigung. Kein Spiel, kein parlamentarisches Geplänkel, sondern bittere Daseinserfahrung für Herbert Wehner. Frontmann der SPD im Deutschen Bundestag. Jahrzehntelang. Herbert Wehner, politische Leitfigur einer jungen parlamentarischen Demokratie und Zielscheibe in den heißen Debatten des Kalten Krieges. Ohne Ende. Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Dessen schäme ich mich nicht. Es werden sich andere einmal dafür schämen müssen. 34 Jahre ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages, stellvertretender Parteivorsitzender, Minister und Fraktionschef der SPD. Wehner wird geschätzt, nicht geliebt. Er prägt seine Partei wie kein anderer und trägt wie kein anderer an seiner Vergangenheit. Wissen Sie, damit Sie das mal loswerden, dass ich Kommunist gewesen bin, habe ich nie geleugnet. Ich werde es mein Leben lang büßen, dank derer, die patentierte Christen sind. Keine Gnade, kein Vergeben. Beredtes Schweigen. Ein Leben lang. Der letzte Punkt, das waren, das sage ich Ihnen offen, meine Erinnerungen an das, was ich an Leiden miterlebt und mitgesehen und mitzutragen gehabt habe in den Jahren des Terrors in der Sowjetunion. Ich habe darüber kein Buch geschrieben, ich kann es nicht, aber ich habe es einfach mitgelitten und auch selbst erlebt. Es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz so frei dem Menschen schlägt. Für Herbert Wehner, Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands seit 1927, ist Moskau Symbol und Hoffnung. Der Kommunismus Weg und Ziel seiner politischen Überzeugungen, des Handelns, der Wünsche, des Glaubens. Es war ein Glaube, der seine tiefste Verkörperung in der Sowjetunion fand, in der Heimat, in der Sowjetheimat, im Vaterland aller Werktätigen. Also es war auch nicht nur eine Art von Unterwerfung, von Zwang und Selbstzwang, sondern es war auch tiefste Überzeugung dieser Funktionäre, die sich in diese Parteimaschine, in diesen Apparat einordneten und Parteibefehle ausführten. Wehner leitet die illegale Arbeit der KPD in Deutschland seit 1933. Nur er weiß, was die Genossen im fernen Moskau gern wissen möchten. Im Januar 1937 wird er nach Moskau einbestellt. Berichterstattung zur deutschen Frage. Routine scheinbar. Wahrscheinlich war er ein Gefangener der Verhältnisse. Entweder übte er Macht aus, und zwar mit allen Konsequenzen, die es hatte, oder er wäre vermutlich in das Räderwerk der Maschine gekommen, die ihre Opfer gesucht und gebraucht hat. Also zog er den Schluss daraus, dass man die Maschine füttern muss. Ich war mir nicht klar, mit welcher Präzision er die Maschine, die menschenfressende Maschine, des totalitären Apparates gefüttert hat. Verriegelte Zeit. Der Moloch-Geschichte
eingesperrt hinter 1000 Schlössern, gefährlich immer noch. Eine Bibliothek menschlicher Biografien. Erlebte und erlittene Geschichte. Täter und Opfer trennen oft nur Millimeter. Immer noch schließt Herrschaftswissen diese Türen zu. Ungebrochen seit über 70 Jahren. Der Hamburger Historiker Reinhard Müller ist in Moskauer Archiven seit vielen Jahren auf der Suche nach Dokumenten, die Aufschluss geben können über Herbert Wehners Tätigkeit für die Kommunistische Internationale. Während einer Recherche im Archiv des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes macht Müller einen Fund, der sich als Entdeckung erweisen wird. Direktbrief. Über die terroristische Diversions- und Spionagetätigkeit deutscher Trotzkisten auf dem Territorium der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Ich befehle, alle archivierten Untersuchungsmaterialien über deutsche Trotzkisten sind sofort zu überprüfen. Дело в том, что о самом приказе мы знали. Dass dieser Befehl existieren muss, das wussten wir, aber gesehen hat ihn bisher keiner von uns Wissenschaftlern. In den Fußnoten einiger Texte gab es Hinweise auf den Befehl. Wo er versteckt war, wussten wir nicht. Jetzt habe ich ihn gelesen und ich bin äußerst überrascht, weil sich zeigt, dass es sich hier um die wichtigste, groß angelegte Operation gegen deutsche politische Immigranten handelt. Die konkreten Namen, die genaueste Kenntnis der Biografien und Lebensumstände in deutschen Immigrantenkreisen in der Sowjetunion als auch in den westlichen Ländern, das alles konnte nur von einem Informanten geliefert worden sein. Mit diesem Befehl wurden die Opfer des großen Terrors präpariert. Ich befehle. Sofort sind auch jene konterrevolutionären Gruppen zu verhaften, die wegen dieser oder jener Umstände bisher noch nicht verfolgt worden sind. Generalkommissar der Staatssicherheit, Jeschow. Mir wurde klar, dass der Befehl der stalinischen Geheimpolizei, dass dieser Befehl nur und zum großen Teil auf Informationen Wehners beruhen konnte, weil ich in den Jahren zuvor in den 90er Jahren seit Öffnung der Archive zahlreiche Informationen und Texte Wehners gesammelt hatte, die ich nun mit dem Befehl vergleichen konnte. Und es wurde allein an sehr vielen Einzelheiten deutlich, zu Personen im westlichen Ausland, zu Organisationen, die kaum bekannt waren, dass dieses Insiderwissen nur von einem stammen konnte, der auch diese Informationen in Paris und in anderen Städten gesammelt hatte und das in Moskau zu Papier gebracht hatte. Und dieser eine konnte nur Herbert Wehner sein. Und durch einen Textvergleich konnte ich dann auch diese Identität von Befehl und Wehner-Texten an zahllosen Stellen belegen. Handschrift, Bericht Herbert Wehner. Die Sozialistische Arbeiterpartei SAP, hervorgegangen aus dem linken Flügel der SPD, kam durch den Eintritt offener Trotzkisten stark unter trotzkistischen Einfluss. Sie versuchten, zur Zusammenarbeit mit Trotzki zu gelangen, die Unterhandlungen schlugen aber fehl. Der sowjetische Geheimdienst formuliert beinahe identisch. Die SAP geriet unter stärksten Einfluss der Trotzkisten, direkte Verhandlungen mit Trotzki schlugen jedoch den Angaben nach fehl. Seinen Angaben nach. Wehner weiß viel über Parteifeinde, Abweichler, Andersdenkende. Ein gefährliches Wissen. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Moskau im Januar 1937 hatte Wehner geliefert, was man von ihm erwartete. Einen Untersuchungsbericht zur trotzkistischen Wühlarbeit in der deutschen antifaschistischen Bewegung. Eifrige Morgengabe eines kenntnisreichen Scharfmachers an seine Parteiführung. Und andere Interessenten auch. In Moskau beginnt im Januar 1937 der zweite öffentliche Schauprozess gegen die Feinde der Sowjetunion. Trotzkisten, Diversanten, faschistische Spione. Ein tödliches Netz aus Lüge und Fantasiegebilden überzieht das Land. In diesen Wochen wird Herbert Wehner dreimal vom sowjetischen Geheimdienst einbestellt in die Lubjanka, die gefürchtete Zentrale des Terrors. Verhöre? Befragungen, Gespräche unter Genossen. Man will es genau wissen.
ganz genau. Name für Name, Wort für Wort. Das Raubtier ist unersättlich. Josif Djugaschwili, Parteiname Stalin, Oberinquisitor und Totengräber der Revolution. Am 14. Februar 1937 erlässt der Volkskommissar des Inneren der UdSSR, Generalkommissar des Geheimdienstes Nikolai Jeschow, den Befehl zur Verfolgung deutscher Kommunisten. Für Herbert Wehner bleiben die nächtlichen Fahrten in die Lubjanka ohne die sonst üblichen Folgen. Er wird verschont werden. Sein Wissen und seine Fähigkeiten werden geschätzt, an höchster Stelle. Er baut mit an einer künstlichen Welt im Licht, gesäubert, gereinigt von allem Lebendigen. Nachdem man so eine solche Ebene erreicht hatte, in der kommunistischen Hierarchie, wie sie Wehner erreicht hatte, war an der Ausübung der Macht beteiligt. Und ich glaube, es gab für jede totalitäre Hierarchie gibt es ein Gesetz. Entweder übt man Macht aus oder man ist Opfer der Macht. In seinen Expertisen für den sowjetischen Geheimdienst macht Herbert Wehner wiederholt auf Max Diamant aufmerksam. Er denunziert ihn als entschiedenen Trotzkisten, gefährlich und konspirativ. Max Diamant, führendes Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei SAP und enger Vertrauter Willy Brandts, hält sich in Frankreich auf. Seine Eltern aber, so weiß der wachsame Wehner zu berichten, leben in der Sowjetunion und stehen mit ihrem Sohn in Verbindung. Die Eltern Max und Anna Diamant werden 1937 verhaftet. Beide kommen ums Leben. Niemand ist so blind wie der, der nicht sehen will. Der Kommunismus und die Sowjetunion sind Geschichte. Die Erinnerung wird zum Zerrbild der Vergangenheit, unbelehrt und unbeirrt, heute noch. Die freiwillig Blinden, blendeten sie sich gleichsam dafür, dass ihre Augen zu viel gesehen hatten? Die Opfer kündeten von einer Realität, die manisch abgewehrt werden musste, weil sie von einer Wahrheit sprach, die schlimmer war als jede Lüge. Vorwärts und schnell vergessen, aus Angst vor dem Abgrund. Der Ahnung, alles Erträumte, Erkämpfte, Erlittene könnte falsch und Irrtum und umsonst gewesen sein. Die Wahrnehmung der schlimmen Ahnung, dass der große Plan nicht aufgehen und der neue Mensch Fiktion bleiben könnte, musste betäubt werden, ertränkt im Blut der Opfer. Bei den Feiern zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution. Wir werden sie alle vernichten. Jeder, der durch seine Taten oder Gedanken, ja auch durch seine Gedanken, die Einheit des sozialistischen Staates gefährdet, wird vernichtet. Auf die Vernichtung aller Feinde, ihrer selbst und ihrer Sippschaft bis zum völligen Ende. Stalin am 7. November 1937. Der auf 20 Seiten gedruckte und am 14. Februar 1937 an alle Dienststellen des sowjetischen Geheimdienstes verschickte Geheimbefehl Jeschows führte zu einer beispiellosen Verhaftungswelle unter deutschen Politemigranten in der Sowjetunion.
Alle Verdächtigen werden inhaftiert, bereits verurteilte Fälle neu aufgerollt und die Angeklagten nun als trotzkistische Gestapo-Agenten zum Tode verurteilt, darunter Kommunisten, deren Parteibiografie erst durch Herbert Wehner, dem Geheimdienst, bekannt wurde. Im März 1938 waren 70% aller in die Sowjetunion geflüchteten KPD-Mitglieder verhaftet. Moskau, Synonym einer Utopie und tödliche Falle. Über allem hier im Lux lag das Gefühl einer sich anbahnenden Tragödie. Die lichten Hoffnungen hatten sich zerschlagen. Alles hier war in Angst und Schrecken untergegangen. Interessant ist, dass die Angst nicht abstrakt war. Nicht vor dem NKWD und auch nicht vor Stalin hatte man Angst. Es war die konkrete Angst vor dem eigenen Nachbarn, dem Genossen der eigenen Partei. Ich kenne die Dokumente der Kommunistischen Internationale sehr genau. Es war äußerst selten, dass zum Beispiel ein Chinese einen Polen denunzierte. Man hatte Angst vor den eigenen Leuten, Mitstreitern und ehemaligen Freunden. Der Kleinkrieg in der eigenen Partei, der Kampf der Splittergruppen hat sie zerfressen. Und man lebte doch Tür an Tür hier im Hotel Lux. Man versuchte einander nicht zu begegnen, sich nicht zu sehen, nicht zu grüßen. Mächtige und Ohnmächtige, Täter und Opfer, Verfolgte und Verfolger. Sie alle lebten hier Tür an Tür. Oft nur für Wochen oder Monate, selten für Jahre. Eine erzwungene, eine trügerische Gemeinschaft. Einig nur im Schweigen, der Angst und der Einsamkeit. Das Hotel Lux ist jahrzehntelang Absteigequartier für Kommunisten aus aller Welt. Erste und oft letzte Adresse im Vaterland aller Werktätigen. Als Herbert Wehner unter seinem Parteinamen Kurt Funk hier sein Quartier bezieht, rechnet er nicht mit einem längeren Aufenthalt. Es rechnen andere für ihn. Schon am 11. Januar gerät Wehner ins Visier der Kaderabteilung der Kommunistischen Internationale. Einige neue Fragen im Zusammenhang mit der Verhaftung des Genossen Thälmann waren aufgetaucht. Und anderes mehr. Ein Denunziationsschreiben in Sachen Wehner hatte die zuständigen Genossen in Moskau erreicht. Ein Dossier wird angelegt, eine Untersuchungskommission gebildet. Wehner ahnt jetzt, dass er, wenn überhaupt, erst nach langer Zeit wieder von hier wegkommen wird. Der österreichische Kommunist Ernst Fischer, ein Mitbewohner im Lux, beschreibt Herbert Wehner später als einen höchst widerspruchsvollen, sich nach Gemeinschaft sehnenden, in sich selbst verbissenen Menschen, der Freiheitstrieb und Willen zur Macht in sich vereint. Wer Ohren hatte zu hören, wer Augen hatte zu sehen, der musste sie doch erkennen, die Zeichen an der Wand. Schweigen. Als eine alle verpflichtende Übereinkunft, die man zum Leben brauchte, um das Leben ertragen zu können. Ja, er hat nicht so viel erzählt, weil wir eigentlich nicht viel Zeit hatten zum Erzählen. Und gefragt habe ich auch nicht. Aber hin und wieder hat er doch von den Bedrückungen erzählt, die auch die Bewohner im Lux hatten, mit Schritten, die nachts zu einer bestimmten Zeit waren. Oder dass man zum Beispiel hörte, wenn jemand aus dem Fenster vor Angst gesprungen ist, um sich das Leben zu nehmen. Also von Angst und Sorgen der Menschen hat er erzählt. Wo, wenn nicht hier? Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Was tut man, um zu sein? Sperrt man die Leute ein? Erschießt dann ihre Kinderlein? Das tut man, um zu sein. Wehner war im Hotel Lux nicht so gefährdet wie die übrigen Bewohner. Er genoss allein dadurch, dass er als Informant tätig war für den Geheimdienst Stalins, genoss er eine gewisse Sicherheit, einen Schutz. Und er hat vor allem diejenigen, die ihm gefährlich werden konnten, selber beim Geheimdienst
denunziert, er hat sie bezichtigt, wegen mangelnder Wachsamkeit, wegen Liberalität und hat versucht, diese Personen aus dem Weg zu räumen. Herbert Wehner, Kommunist, Parteiname Kurt Funk. In nur 5 Jahren vom einfachen Parteimitglied zum technischen Sekretär des Politbüros und engen Vertrauten des Parteivorsitzenden Thälmann. Eine beeindruckende Karriere. Aufstieg oder Fall? In der Partei konnte nur aufsteigen, wer den Fuß im Nacken des anderen hatte. Mit sicherem Instinkt, fest auf der Generallinie der Partei, hatte es Wehner verstanden, allen parteiinternen Grabenkämpfen auszuweichen. Moskau, März 1935, 2 Jahre zuvor. Nach Illegalität, Leben im Untergrund, täglich der Gefahr ausgesetzt, entdeckt und verhaftet zu werden. Im März 1935 sieht Herbert Wehner den Roten Platz zum ersten Mal mit eigenen Augen. In Moskau feiert die kommunistische Weltbewegung sich selbst. 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale. Die feierliche Atmosphäre dieser Tage verführte, wie Wehner im Rückblick erkennt, zu der Illusion, als sei durch diese Glut alles zu läutern und aller Schmutz zu verbrennen. Wehner berichtet den Delegierten aus aller Welt von seinen Erfahrungen im illegalen Widerstand. Wer, wenn nicht er? Nach dem Verbot der KPD im März 1933, die Parteiführung ist verhaftet, ermordet oder im Exil, avanciert Herbert Wehner zum führenden Organisator des kommunistischen Widerstands in Deutschland. Der Nimbus des in der Illegalität gestellten Kaders ebnet ihm nun den Weg in die Spitzengremien seiner Partei. Er rückt auf zum Mitglied des Zentralkomitees und Kandidaten des Politbüros. Sein überlegenes Wissen wird belohnt. Und Herbert Wehner liefert, eifrig und wachsam, was man von ihm erwartet. Angaben, Meldungen, Auskünfte über KPD-Funktionäre, von denen die Partei gereinigt werden muss. Wehner demonstriert der Parteiführung schon 1935 seine überragende Kompetenz. Einzig aus dem Gedächtnis heraus erstellte er eine Liste mit den Namen von 500 KPD-Funktionären, die in Deutschland verhaftet worden waren. Diese Liste wird in den Händen des sowjetischen Geheimdienstes zum Instrument der Verfolgung und Verhaftung all derer, die aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern entlassen in die Sowjetunion flüchten können. Wehners akribische Dokumentation ihrer Verhaftung in Deutschland macht sie für den sowjetischen Geheimdienst zu verdächtigen Elementen, faschistischen Spionen und Gestapo-Agenten. Nach so getaner Arbeit, ausgerüstet mit dem Vertrauen seiner Parteiführung und beauftragt, die Moskauer Beschlüsse im Westen durchzusetzen, reist Wehner im Herbst 1935 nach Paris. Im Januar 1937 wird der nach Moskau zurückbeorderte Wehner zunächst selbst einem Untersuchungsverfahren unterzogen. Er hat einen Schutzengel, mindestens einen. Als Referent des stellvertretenden Generalsekretärs der Kommunistischen Internationale steht er geschützt im Windschatten der Macht. Fleißig, wachsam, wendig und klug erkennt er jede Pirouette seiner politischen Vortänzer, noch ehe sie gedreht ist. Sie können sicher sein, Genosse Stalin erfüllt seine Pflichten vor dem Volk. Vor der Arbeiterklasse. Vor den Bauern. Gegenüber der Intelligenz. Furchtlos, schonungslos sollte er gegen die Feinde des Volkes kämpfen, wie Lenin. Herbert Wehner kennt die Feinde, besonders die in den eigenen Reihen. Er deckt auf und informiert, linientreu und pflichtbewusst.
Leo Flieg, Gründungsmitglied der KPD. Am 13. Dezember 1937 denunziert Herbert Wehner ihn beim sowjetischen Geheimdienst. Informationsbericht Herbert Wehner. Hier befindet sich gegenwärtig Leo Flieg, der sich zurzeit in einem Untersuchungsverfahren vor der Kontrollkommission zu verantworten hat. Nachdrücklich verweist Wehner auf einen Brief des Parteivorsitzenden Thälmann, in dem dieser Flieg als Gauner bezeichnet hätte. Drei Monate später ist Leo Flieg verhaftet. Ein Jahr lang wird er verhört, gefoltert, wieder verhört und zu falschen Aussagen gebracht. Im März 1939 wird er erschossen. Erich Birkenhauer, Journalist, persönlicher Sekretär des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann. Er hatte Wehner eine Mitschuld an Thälmanns Verhaftung unterstellt. Wehner schlägt zurück. Am 22. November 1937 wird Birkenhauer verhaftet. In der Untersuchungsakte zum Fall Birkenhauer befinden sich Schriftstücke Wehners mit der Aufforderung, die Partei von Schädlingen und Feinden zu säubern und schlechte Elemente wie Birkenhauer ein für allemal abzustoßen. Nach 4 Jahren Haft wird Erich Birkenhauer zum Tode verurteilt und erschossen. Es war wahrscheinlich eine Mischung aus der von ihm verinnerlichten Parteidisziplin, die ihn als wachsamen Bolschewiken eben auch dazu zwang, solche Mitteilungen zu liefern. Es war seine Überzeugung als stalinistischer Parteikader, als Parteisoldat, die ihn auch dazu brachte, bereitwillig solche Informationen zu liefern. Und auf der anderen Seite auch so eine Versicherung, ein Stück Überlebensstrategie mit dieser übertriebenen und mit dieser großen, mit dieser übereifrigen Wachsamkeit seine Parteitreue und unter Beweis zu stellen. Was ihm auch gelungen ist. Die gegen ihn eingesetzte Untersuchungskommission erklärt am 25. August 1937 die Anschuldigungen Birkenhauers als durch den Genossen Funk widerlegt. Der Vorgang ist abgeschlossen. Der Schutzengel, rechts im Bild. Noch 35 Jahre später wird Wehner sich bedanken bei dem damals sehr bedeutenden deutschen Kommunisten Wilhelm Pieck. Das musste ihm klar sein. Denn zum Teil hat es sich nicht nur herumgesprochen, zum Teil wurde es ja wohl auch bekannt gegeben, dass die Angeklagten, dass die Beschuldigten erschossen worden sind. Das ist auch, wenn sie in Geheimprozessen verurteilt wurden oder in diesen kürzesten Verfahren von 10 Minuten. Es musste ihm auch klar sein, was in den Lagern passiert, dass die Verbannung in den Gulag ein retardiertes Todesurteil für sehr, sehr viele Menschen gewesen ist. Darüber konnte er sich nicht täuschen. Wie weit er damals noch im Bann des Glaubens stand, der diese radikalste aller Inquisitionen rechtfertigte, das entzieht sich meinem Urteil. Wie ein Mensch das auch nur innerlich überlebt, ohne sich dann in die Moskwa zu stürzen, wenn dieser Glaube schon angebrochen ist, das kann ich mir eigentlich nicht denken. Vermutlich sind diese Zweifel, die anfingen in ihm zu nagen, Zweifel, die natürlich mit der eigenen Angst, mit der Angst um sich selber und um die paar Nächsten, die er hatte. Gefangen im gespenstischen Totenhaus des Stalinismus. Die Flucht vor dem Nationalsozialismus endet für tausende deutsche Emigranten in einer hermetischen Menschenfalle von Parteimaschine und stalinistischem Terror. Die Vernichtung des anderen zum Preis der Zerstörung der eigenen moralischen Existenz. Herbert Wehner zahlt diesen Preis. Und er wird ein Leben lang daran tragen. Grete Wilde,
Parteiname Erna Martens. In der Kaderabteilung der Kommunistischen Internationale zuständig für deutsche Kommunisten. Auch für die Erstellung und Weitergabe geheimer Dossiers über Herbert Wehner. Wehner denunziert Grete Wilde und ihren Kollegen Georg Brückmann beim sowjetischen Geheimdienst. Er konstatiert Verstöße gegen die Wachsamkeit zum Schutz der Sowjetunion, die Nichtbeachtung begründeter Warnungen hinsichtlich feindlicher Elemente und ungewöhnlich liberale Haltungen gegenüber stark verdächtigen Personen. Grete Wilde wird am 7. Oktober 1937 verhaftet. Sie stirbt 1943 im Lager Karaganda. Verfolgung, Disziplinierung, Unterwerfung. Das Reglement der eisernen Kohorte der Weltrevolution. Die verzweifelten Hilferufe der Opfer. Penibel registriert, abgeheftet, vergessen. Am 30. Juni 1938 wird der ebenfalls von Wehner denunzierte Georg Brückmann, Parteiname Müller, verhaftet. Brückmann schreibt aus der Haft: Seit einem Jahr befinde ich mich unschuldig im Gefängnis, in dem Land, für das ich seit meiner Jugend gelebt und gekämpft habe. Meine Arbeit in der Komintern zeigte, dass ich mich stets für die Generallinie der Partei einsetzte und half, die sich in die Partei eingeschlichenen Elemente unschädlich zu machen. Von keiner anderen Sektion erhielt der Geheimdienst so viele Materialien wie von der Deutschen. Nach jahrelanger Haft, nahe am Rand des Wahnsinns, bittet Brückmann um Auslieferung nach Deutschland. Vergeblich. Seine Spur verliert sich in Stalins Lagern. Herbert Wehner vermerkt später, die beiden deutschen Referenten der Kaderabteilung Wilde und Brückmann wurden verhaftet, nachdem sie selbst als Werkzeuge dazu beigetragen hatten, einige tausend deutsche Parteimitglieder verhaften zu lassen. Wer sie als Werkzeuge gebrauchte, vermerkt er nicht. Die Kommunisten überhaupt und die ausländischen Kommunisten im Besonderen fühlten sich als ein Teil des Systems. Mir ist kein Beispiel eines wirklichen Widerstands gegen die sowjetische Geheimpolizei bekannt. Im Gegenteil, sie haben alle mitgemacht, funktioniert. Ihre Zweifel, ihren Willen hat man ihnen erst mit psychischer und dann mit physischer Gewalt gebrochen. Manchmal reichte schon der Appell an das bolschewistische Gewissen. Bei Herbert Wehner reicht der Appell ans bolschewistische Gewissen. Auf besondere Nachfrage liefert er am 13. Dezember dem sowjetischen Geheimdienst umfangreiches Hintergrundmaterial zum Fall Hugo Eberlein. Eberlein, Parteimitglied seit 1919, wurde aufgrund des Geheimdienstbefehls verhaftet, bei dessen Entstehung Wehner so hilfreich Pate gestanden hatte. Ein Brief Hugo Eberlands beschreibt, was er, wie Tausende seiner Genossen, erlebt und erlitten hat. Am 19. Januar 1938 begann das Verhör, das ununterbrochen 10 Tage und Nächte dauerte. Ich musste ohne Schlaf und fast ohne Nahrung die ganze Zeit stehen. Sinnloseste Anschuldigungen wurden durch Faust- und Fußschläge begleitet. Die Haut platzte. In den Schuhen sammelte sich das Blut. Man verlangte von mir, ein Geständnis zu unterschreiben, dass ich Spion und Terrorist bin. Davon ist kein Wort wahr. Ich weigerte mich, die Anschuldigungen zu unterschreiben. Man prügelte mich wochenlang, Tag und Nacht. Auf dem Rücken gab es kein Stück Haut, nur das nackte Fleisch. Es gab Tage, an denen man mir Morphiumspritzen verabreichte. Danach wurden die Verprügelungen fortgesetzt. In einem solchen Zustand der Unzurechnungsfähigkeit begann ich, allerlei Anschuldigungen zu schreiben. Ich gestand aber weder Spionage noch Terror. Im Krankenhaus schrieb ich einen Brief an das Politbüro des ZK, in dem ich den Genossen mitteilte, dass die Protokolle kein Wort Wahrheit enthalten, und beschrieb alle Umstände, die die Untersuchungen begleiteten. Ich erhielt keine Antwort. Die Gerichtsverhandlung dauerte 3 Minuten. Ich wurde zu 15 Jahren Lagerhaft verurteilt. Nach dem Urteil war ich seltsamerweise sogar froh, weil die Prügeleien und die Folter aufhörten.
Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Tag nicht weit ist, an dem die Partei Lenins Gerechtigkeit und Wahrheit wiederherstellen wird. Hugo Eberlein wird im Juli 1941 in einem zweiten Verfahren zum Tode verurteilt und 3 Monate später erschossen. Die Zeit der Wünsche war vorbei. Der Geheimdienstbefehl zur Verfolgung deutscher Kommunisten in der Sowjetunion war nur der Auftakt für eine Orgie der Gewalt ohne Beispiel. Eine Kommission, eingesetzt von Stalin-Nachfolger Nikita Chruschtschow, ermittelte allein für den Zeitraum von 1935 bis 1940 19.400.000 Verhaftungen. 7 Millionen Menschen wurden erschossen. Die Mehrheit der übrigen ist im Lager umgekommen, darunter annähernd 70.000 Deutsche. Schöne neue Welt. Gereinigt von allem Übel und von aller Hoffnung auch. Der Traum von der Weltrevolution vorbei. Der lebendige Geist der kommunistischen Bewegung erloschen in Stalins Lagern. Nach einer langen Nacht in der Geheimdienstzentrale kehrt Herbert Wehner am Morgen des 14. Dezember 1937 ins Hotel Lux zurück. Außer einem 16-seitigen Auskunftsbericht zu Parteibiografien abtrünniger KPD-Funktionäre hatte Wehner den Genossen eine Erklärung unterschrieben. Ich werde meine Kenntnisse von Personen, die mit der illegalen Arbeit in Deutschland zu tun hatten und haben und die irgendwie im Zusammenhang mit Provokationen und so weiter stehen, aufschreiben, um so das Auffinden weiterer Fälle zu erleichtern, die nach der Sowjetunion führen. Unterschrift Herbert Wehner, Parteiname Kurt Funk. Im Rückblick auf seine Haltung zur Sowjetunion notiert Wehner 1946: Ich gab mich keinen Illusionen darüber hin, dass die Sowjetunion ein sozialistischer oder demokratischer Idealstaat sei. Aber die furchtbare Wirklichkeit der faschistischen Diktatur in Deutschland schien mir als konsequentem Sozialisten die Verpflichtung aufzuerlegen, sich vor und neben die Sowjetunion zu stellen. Und sei es nur, um der faschistischen Reaktion die Stirn zu bieten. Traum und Wirklichkeit. Es gibt sie nicht, die einfachen Wahrheiten. Geschichte ist kein Weltgericht. Die so feierlich beschworene Utopie vom neuen Menschen in einer neuen Zeit zielte in Wahrheit auf die Umkehrung der Wirklichkeit. Eine Umkehrung aller Werte, wie es sie noch nie gegeben hatte. Man erhob den Verrat zur revolutionären Tugend, nannte die Lüge Wissenschaft, die Fiktion Realität. Man löschte das Gedächtnis der Menschen aus und erfand ihre Geschichte neu, während man ihnen einredete, sie seien gerade dabei, Geschichte zu schreiben. Herbert Wehner erzählt sie, Geschichten vom neuen Menschen in einer neuen Zeit. In einem Artikel zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution 1937 beschreibt er den Genossen im westeuropäischen Exil, die Sowjetunion als Paradies aller Werktätigen. Unbeschwerte, fröhliche, junge Menschen durchziehen die Moskauer Straßen. Daneben die Alten,
deren Leben Mühe und Plage gewesen ist, bis ihnen das Glück widerfuhr, von den heilenden Strahlen der Sonne des Sozialismus erwärmt zu werden. Väter erzählen ihren Kindern von den Kämpfen, die durchgefochten werden mussten. Sie alle sind Bürger des mächtigsten Staates der Erde. Das Sowjetland spendet ihnen das Kostbarste, was sie zum Leben brauchen. Lebensfreude, Zuversicht und einen unversiegbaren Strom von Kraft und Energie. Herbert Wehner im November 1937. Am 2. Februar 1941 verlässt Herbert Wehner das Paradies aller Werktätigen. Für immer. Im Auftrag der KPD-Führung soll er von Schweden aus den kommunistischen Widerstand in Deutschland organisieren. Später wurde mir klar, was ich dann auch geschrieben habe, dass es natürlich eine virtuose Leistung war, mit der halben Wahrheit, ein Drittel Wahrheit, Dreiviertel Wahrheit zu lügen. Das kann man wohl fabelhaft machen. Und dazu braucht es natürlich auch eine dialektische Flexibilität, über die er verfügte. Denn der hatte ja, weiß Gott, einen scharfen, einen im wahrlichen Sinn messerscharfen Verstand. Herbert Wehner, Lateinname Kurt Funk, wird 1942 in Stockholm verhaftet und wegen Parteiverrats aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. In Abwesenheit. 1946 wird Herbert Wehner Mitglied der SPD. Verdrängung und Selbsterfindung werden erneut zum Preis seiner politischen Existenz. Die Schuld nennt er nicht beim Namen. 37 Jahre lang dient er seiner Partei. Machtbewusst, leidenschaftlich, verbissen. Um wieder gut zu machen, was nicht wieder gut zu machen war? Oder weil ihm die Macht das Leben ersetzte? Die Last der Erinnerung wird er nicht los. Die Schatten der Vergangenheit begleiten ihn. Ein Leben lang. Herbert Wehner stirbt am 19. Januar 1990. Wissen Sie, damit Sie das mal loswerden, dass ich Kommunist gewesen bin, habe ich nie geleugnet. Ich werde es mein Leben lang büßen, dank derer, die patentierte Christen sind.